Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kavanaugh als Richter am obersten Gerichtshof der USA vereidigt. Zuvor hatte eine knappe Mehrheit im Senat für den umstrittenen Kandidaten von Präsident Trump gestimmt, trotz Vorwürfen sexueller Übergriffe. Vor dem Supreme Court gab es Proteste. Pompeo trifft nordkoreanischen Machthaber Kim in Pyongyang. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die atomare Abrüstung Nordkoreas. Laut Pompeo gab es dabei Fortschritte. Inzwischen ist Pompeo nach Südkorea weitergereist. Seehofer und Schäuble entschieden gegen Unionsbündnis mit der AfD. CSU-Chef Seehofer erklärte in der Welt am Sonntag, AfD-Chef Gauland könne sagen, was er wolle. Es gebe keine Koalition mit den Rechtspopulisten. Bundestagspräsident Schäuble schloss seine Zusammenarbeit mit der AfD in der Bild am Sonntag ebenfalls kategorisch aus. 5000 Vermisste nach Erdbeben und Tsunami in Indonesien. Die Suche nach Opfern soll noch bis Donnerstag fortgesetzt werden. Hunderttausende Einwohner benötigen dringend Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung. Nach offiziellen Angaben kamen mehr als 1760 Menschen ums Leben. Wahlen in Bosnien und Herzegowina. Die Einwohner des Vielvölkerstaats entscheiden unter anderem über die Zusammensetzung der beiden Parlamentskammern und die des dreiköpfigen Staatspräsidiums. Das höchste Staatsamt wird abwechselnd von einem serbischen, einem kroatischen und einem muslimischen Bosnier bekleidet. Das Wetter. In der Nacht teils wolkig, teils klar, später Nebelfelder, meist trocken. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig, an den Küsten und im Süden zum Teil wolkig. 13 bis 22 Grad.